Zunächst die moderate Aktivität von Mai bis Anfang August und dann eine Schicht reich an Bimsstein, die die erste schwere Explosion vom 26. August repräsentiert. Am selben Tag segelt die Gouverneur Lauten in die Zwielichtzone in den Gewässern der Sunderstraße. Langsam niedergehender Ascheregen verursacht ein unwirklich anmutendes Schauspiel. Eifrig versuchen die einheimischen Seeleute, die fluoreszierenden Lichter zu löschen. Für sie das Werk böser Geister. Hervorgerufen werden die Lichtphänomene durch elektrische Energie. Sie scheint die Luft zum Glühen zu bringen. Ein harmloser Effekt, bei uns bekannt als Elmsfeuer. Dutzende von Menschen sollen jedoch, laut Augenzeugenberichten, durch mysteriöse Hitzeschwaden getötet worden sein. Und zwar 40 Kilometer vom Krakatau entfernt. Die Küstenbewohner von Sumatra konnten unmöglich durch Material umgekommen sein, das zunächst vom Vulkan in die Atmosphäre geschleudert wurde und später wieder zu Boden fiel. Es wäre einfach inzwischen zu sehr abgekühlt. Nur durch irgendeinen extrem heißen, sich schnell über das Wasser fortbewegenden Strom konnte das passieren. Doch was für ein Strom gleitet über Wasser? Carrie und Sigurdsson hoffen, auf der nahegelegenen Insel Sertung eine Antwort zu finden. Laut Augenzeugenberichten sind viele Menschen noch in großer Entfernung zum Vulkan verbrannt. Falls es Hinweise auf die Ursache dafür in den Ablagerungen gibt, müssten sie sich in diesem Abschnitt der Klippe finden lassen. Werden die beiden im Steilhang das Geheimnis jener Hitzewellen lüften können, die der gesamten Region Tod und Verderben brachten? Klären, warum es so viele Menschen anscheinend völlig unvorbereitet traf? 27. August 1883. Noch ahnen die Bayerings nicht, welche Katastrophe in Kürze über sie hereinbrechen wird. Mehrere kleine Seebeben lösen eine Flutwelle aus. Die See steht direkt vor der Haustür. Krakataus Grollen kann nicht mehr ignoriert werden. Die Familie hat keine Zeit zu verlieren. Im Haus ist niemand mehr sicher. Als Zufluchtsort bleibt nur die Ferienhütte im Dschungel, hoch oben am Berg. Die Leute sind nur noch ihrem Instinkt gefolgt, haben sich umgedreht und sind gerannt. Verzweifelt kämpfen sich die Flüchtlinge durch den immer dichter werdenden Ascheregen den Hang hinauf. Es bleibt kaum noch Luft zum Atmen. Keiner weiß, ob sie bis zum Gipfel durchhalten. Panik macht sich breit. Nach schier endlosem Kampf gegen den todbringenden Niederschlag erreichen die Bayerings ihr Feriendomizil auf der Anhöhe. Wie schon viele andere vor ihnen. In der Hoffnung, den herannahenden Fluten zu entkommen, haben Tausende völlig verstörter Einheimischer ebenfalls den Berg erklommen. Doch das Gefühl der Sicherheit währt nicht lange. Plötzlich regnen Brocken von Bimsstein auf die Flüchtlinge nieder. An der Küste wüten heftige Stürme. Der Leuchtturmwärter von Angers schreibt in sein Tagebuch: 8 Uhr. Gewaltiger Sturm. Himmel vollständig bedeckt. Leuchtfeuer erneut angezündet. 9 Uhr. Wetter noch schlechter. Vollständige Dunkelheit. Blitzeinschlag an Leuchtturmtür. 4 Verletzte. Unter der Insel Krakatau hat sich inzwischen ein unvorstellbar hoher Druck aufgebaut. Um 10.02 Uhr werden geschmolzenes Gestein und Gase, die für 2 Jahrhunderte im Vulkan eingeschlossen waren, in einer gewaltigen Explosion freigesetzt. Wissenschaftler schätzen, dass die Eruption der Stärke von 10.000 Hiroshima-Bomben gleichkam. Nie zuvor hatten Menschen ein lauteres Geräusch vernommen. Bis heute hat kein anderes Ereignis auf der Erde auch nur annähernd die Lautstärke jenes Ausbruchs erreicht. Die Explosion war im Umkreis von mehr als 8.000 Kilometern zu hören.
hätte Krakatau zum Beispiel im amerikanischen Boston gelegen, sowohl den Bewohnern von San Francisco als auch denen Londons hätten die Ohren geklingelt. Seltsamerweise haben die Seeleute in der Nähe nichts gehört. Die Erklärung? Es befand sich so viel Asche, Bimsstein und Staub in der Luft, dass sich die Schallwellen nur langsam und mit niedriger Frequenz ausbreiten konnten. In der Höhe dagegen wird der Schall von den oberen Schichten der Atmosphäre reflektiert und ist deshalb in größerer Entfernung deutlich vernehmbar. Bis heute zählt der Ausbruch des Krakatau zu den verheerendsten Vulkankatastrophen aller Zeiten. Die Explosion übertraf die des Mount St. Helens rund 100 Jahre später um das Zehnfache. Wir vergleichen ihn auch mit der Eruption des Vesuv im Jahre 79 nach Christus, bei der Pompeji und Herkulaneum untergingen. Der Krakatau hatte fast viermal so viel Zerstörungskraft. Matrosen berichteten von regelrechten Bimsstein-Bombardements ihrer Schiffe, bei einer Distanz von 200 Kilometern zum Unglücksort. Dagegen nur 40 Kilometer vom feuerspeienden Berg entfernt, harren die Bayerings noch immer in ihrer Hütte aus. Die Explosionen werden ständig heftiger. Die Lage scheint aussichtslos. Gleichzeitig rollt eine riesige, glühend heiße Wolke auf die Eingeschlossenen zu. Plötzlich scheint die Luft wie mit einer Vakuumpumpe vollständig aus dem Raum gesaugt. Die Flüchtlinge können kaum noch atmen. Einem Springbrunnen gleich schießen Aschefontänen durch die Ritzen des Fußbodens nach oben. Wie konnte die tödliche Wolke den letzten Zufluchtsort der Bayerings erreichen? 40 Kilometer vom Vulkan entfernt. An der Steilküste der Insel Sartung hoffen die Vulkanologen, eine Antwort zu finden. Nur an dünnen Halteseilen hängend, entdeckt Haraldur Sigurdsson in einer Ascheschicht untrügerische Hinweise auf pyroklastische Ströme. Was heute wie harmloses, lockeres Geröll erscheint, wälzte sich vor 120 Jahren als extrem heiße, todbringende Masse lautbrüllend die Flanken des Berges hinab. Die Ströme hauen dich einfach um, verwandeln dich binnen Sekunden in Asche. Ein schneller Tod. Und innerhalb von einigen Stunden baut sich das zu einer Stärke von über 100 Metern auf, wie hier an der Klippe zu sehen. Pyroklastische Ströme entstehen, wenn Asche, Bimsstein und Gase über den Rand eines Kraters treten und anschließend als glühend heiße Lawine zu Tal donnern. Diese Ströme sind sozusagen die Atombomben im vulkanischen Waffenarsenal. In ihnen herrschen üblicherweise Temperaturen von mehr als 550 Grad und sie sind über 150 Stundenkilometer schnell. Es ist, als würde man gleichzeitig von einem Hurrikan und einem Schmelzofen getroffen. Die Berichte der Familie Bayerink sind in der Tat verblüffend. Sie enthalten eine genaue Beschreibung, wie die heiße Asche zwischen den Fußbodenbrettern durchschießt und die Menschen in der Hütte verbrennt. Die Frau des Verwalters kann sich im letzten Moment ins Freie retten. Dort trifft sie ein heißer Bimssteinregen wie 1000 Nadelstiche. 3000 Menschen werden von dem Todesstrom auf der Lichtung im Wald erfasst. Etwa 1000 sterben sofort. Der Rest erleidet schwerste Verbrennungen. Die heiße Asche konnte nicht vom Himmel gefallen sein. Das Material musste sich mit hoher Geschwindigkeit über Land fortbewegt und dabei noch so viel Hitze bewahrt haben, dass es die Menschen verbrannte. Bei der Explosion des Mount St. Helens im Jahre 1980 wälzte sich ebenfalls ein pyroklastischer Strom die Flanke des Berges hinab. Er kam glücklicherweise nur 6 Kilometer weit. Wie aber kann solch ein Strom, wie beim Krakatau vermutet, 40 Kilometer offenes Meer überwinden? Hier könnten wir ein Indiz dafür finden, dass sich die Ströme tatsächlich übers Wasser fortbewegten.
Allein das schiere Ausmaß des Stroms scheint alle gängigen Regeln außer Kraft gesetzt zu haben. Als er aufs Wasser traf, hat ihn das nicht aufgehalten. Er ist einfach über den Ozean gepflügt, ohne an Temperatur und Energie zu verlieren. Sigurdssons Theorie wird zumindest teilweise bestätigt durch Beobachtungen beim Ausbruch des Soufrière auf Montserrat 1997. Tatsächlich bewegt sich der Strom übers Meer fort, wenn auch nur für etwas mehr als einen Kilometer. Wir nehmen an, dass an der Oberfläche ein Teil des Wassers durch die große Hitze verdampft und der Strom sich auf einem Polster wie ein Luftkissenboot vorwärts schiebt. Pyroklastische Ströme bewegen sich fast geräuschlos den Hang hinab, schlagen zu ohne Warnzeichen für diejenigen, die in ihrem Weg stehen. Die Bayerings haben ihr jüngstes Kind verloren. Obwohl von Schmerz und Kummer wie gelähmt, muss die Familie weiterziehen. Eine noch schlimmere Gefahr bedroht auch ihr Leben. Wir wissen, dass auf Sumatra mindestens 1000 Menschen durch pyroklastische Ströme ihr Leben verloren. Eine weitaus größere Zahl kam jedoch durch Tsunamis, Flutwellen, um. Weit außerhalb der Sunderstraße rollt eine todbringende Wasserwand unaufhaltsam in Richtung der Hafenstadt Teluk Betung. Zur gleichen Zeit sitzt die Gouverneur Lauden auf offener See einen heftigen Sturm aus. Plötzlich entdecken die Seeleute eine dunkle Linie am Horizont, die schnell näher kommt. Immer wieder wird der Frachter wie in einem Fahrstuhl hochgehoben und wieder nach unten geschleudert. Näher zur Küste liegt ein holländisches Kanonenboot fest an einer Boje verankert. Ein tödlicher Fehler. Mit Urgewalt reißt der Tsunami das Boot von der Verteuung. Wie eine Nussschale wird es von der haushohen Wasserwand mitgerissen. Drei Kilometer tief im Landesinneren kommt die Welle endlich zur Ruhe. Von den 28 Mann Besatzung hat keiner überlebt. Ein weiterer Tsunami rollt auf die Stadt Angers an der Küste Javas zu. Der Vermittler der Telegrafenstation überwacht die Reparatur der gekappten Leitungen. Plötzlich entdeckt er am Horizont eine gigantische Welle, die wie ein Berg aus Wasser aufs Ufer zurast. Wenn die Welle vom tiefen aufs flachere Wasser trifft, türmt sie sich auf und legt nochmal an Höhe zu.